Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Papers, Please. Gehen wir direkt in die Geschichte rein und machen weiter an Tag 19. Ihr seht, wir haben 305 Credits am Start. Alle vier Familienmitglieder sind vollkommen gesund. So wünscht man sich das doch. Die Wahrheit von Astotzka. Import setzt Handelsaktionen in Kraft. Schränkt ab sofort Importe aus Astotzka ein. Super, wunderbar. Das hat natürlich einen Einfluss auf uns, auf unsere Arbeit. Und da scheint ein Soldat zu sein. Danke für das, was du gestern getan hast. Also ja, ich bin nicht mehr so treffsicher wie früher. Sergio. Komplett vergessen. Es ist eine Weile her, seitdem ich aufgenommen habe. Ja? Also, wir haben hier unsere Depesche. Inspektor, Impo hat seine Grenzen für Importe aus Astotzka geschlossen. Auf Anfrage des Ministeriums für Handel wird das Ministerium für Grenzschutz auf diese lachhafte Schikane in angemessener Weise reagieren. Alle Einreisewilligen aus Impor sind abzuweisen. Es lebe Astotzka. Ja, der Schusswaffengebrauch, gesuchte Kriminelle und dann war es das. So. Wir haben immer noch das Ding. Keine Ahnung, was wir damit anfangen sollen. Ich meine, wir können es ja aufhängen und mal schauen, ob die Leute darauf irgendwie besonders reagieren oder so, aber kein Plan, ja. So, Karte der Region, Vorschriften, wir haben jetzt hier keine Einreise aus Impor. Es ist natürlich echt unfair, aber es erleichtert unsere Arbeit. Wenn wir sehen, oh, aus Impor, markieren mit dem Pass, und dann sagen wir, ja, keine Einreise aus Impor, abgelehnt, Grund der Ablehnung und dann tschüss. Es ist gemein. So, schieben wir das mal ganz nach oben. War so eine kleine Lücke. Und dann sagen wir, Nächster. Papiere bitte. So. Keine Einreise aus Impor. Imporern ist die Einreise untersagt. So, mal schauen. Papiere bitte. Okay. Arbeit und 2 Monate. Arbeit 2 Monate, wird auch nicht gesucht. Wunderbar. Sebaski, Martensky. Wunderbar. WH6JS, WH6JS, was zum Teufel. Das ist falsch. Ach was. Kalenz, komm mal bitte kurz hier rüber. Wir haben da eine Person, die falsche Daten hier abliefern möchte. Oh Mann. So, Papiere bitte. Hey, dich kenne ich doch. Bist du aus Nirsk? Ich habe viele Jahre lang mit deinem Vater zusammengearbeitet. Was warst du damals für ein kleiner Rotzlöffel? Okay, sie scheint mich zu kennen. Wir sehen natürlich nicht. Alter an Distrikt. Montiel, Ekemi Montiel. 11.06.16, 11.06.16. Sie kommt aus Paradiesna, 1,73. Ja, ist ein bisschen knapp. 48 Kilogramm. Okay, dann scheint das alles zu stimmen. Bilder passen. Ist auch noch nicht abgelaufen. Dann darf sie durch. Ich werde nach Nisk zurückgehen und allen erzählen, dass es hier gut geht. Moment, mir geht's nicht gut. Naja, okay. So schlecht geht's uns nicht. So, wird nicht gesucht. Impor. Impor. Leider aus Impor. Es tut mir sehr leid für sie. Wollte einwandern tatsächlich. Ja, das tut mir sehr leid. Da kann ich nichts dagegen tun. Das sind nicht meine Regelungen, die habe ich nicht aufgestellt. Transit. Transit einige Tage. Was soll das denn sein? Hatten wir in der letzten Folge auch schon. Die Person hatte aber keinen Pass, ja? Hatte Einreisegenehmigung, Anhang A-Identität, aber kein Pass. Ich verstehe es nicht. So, wieder Impor. Besuch und 90 Tage. Na komm. So. Nächster. Heute schaffen wir ganz bestimmt viele. Ui, Georgie am Start. Da bin ich wieder. Jetzt sollte aber wirklich alles passen. Ich komme so oft vorbei, um nach dir zu sehen. Wir sind gute Freunde geworden. Georgie Kostava, Kostava Georgie.
GCD7, GCD7, FMBAR, FMBAR, Transit 2 Tage. Ja, wird schon passen. Ist auch noch nicht abgelaufen. Ich merke gerade, das sollte man bei ihm immer als erstes. Ihr Gewicht stimmt nicht, ist eine traurige Geschichte. Meine Frau, die kann wirklich nicht kochen. Aber wenn ich nicht aufesse, setzt es was. Schauen Sie in Richtung Scanner. Oh je, das gefällt dir jetzt vielleicht nicht. Er hat was geschmuggelt. Ja, er hat garantiert was geschmuggelt. Was soll das sein? Drogen. Na, immerhin ist er ehrlich. Ich habe so einen kleinen Nebenerwerb laufen. Lass mich durch und ich gebe dir was. Was genau? 10 Credits. Ich gebe dir 10 Credits für den kleinen Stempel. Warten Sie hier? Schon klar, verstehe. Drogen sind böse, nicht gut für die Kleinen. Aber du machst deine Arbeit auch so toll. Okay. Dann scheint er uns nicht böse zu sein. Ja, dann ist alles in Ordnung. So, sie wird nicht gesucht. Arbeit. Das tut mir leid. Arbeit für ein halbes Jahr. Sie können leider nicht einreisen. Sie kommen nämlich aufs Import. So. Ich habe da halt Regelungen, die ich befolgen muss. Und so dumm sie auch sind, ich kann das nicht ändern. So, wird nicht gesucht. Besuch und einige Wochen. Ja, nee. Eben nicht. Ich habe erst einige Wochen geschaut und dann habe ich gemerkt, Transit, Besuch. Ah, nur auf der Durchreise, okay. Iva Pauline Iva, LA467, LA467, XL0A6, XL0A6, wunderbar. Ja, das waren einige Wochen, genau. 24.12., oh. Hat er noch Zeit bis Heiligabend? 1,66, genau, 93 Kilogramm. Brille und das ist auch noch nicht abgelaufen. Dann haben wir Antegrien. Antegrien Glorian, wunderbar. Datum ist auch noch nicht abgelaufen. Geht, passt. Dann darf er durch. Machen Sie mehr, kein Ärger. Wunderbar. Papier bitte. Wird nicht gesucht, ist aber aus Import. Besuchen. 12 Wochen, das tut mir sehr leid. Ich darf sie nicht durchlassen. Und er hatte noch nicht meine Anhang A-Identität, also ja, hätte er wahrscheinlich das so oder so falsch gehabt. Wieder aus Impor. Was ist denn hier los? Wieder Besuch und wieder ein paar Wochen. Keine Einreise aus Impor. Ich weiß, es ist traurig, aber wir machen nur unsere Aufgabe hier. So, wird nicht gesucht und kommt aus Obristan. Okay, Besuch und 12 Wochen, okay. Schon einiges, aber ja. Florian Stieghorst, okay, Stieghorst Florian. 0HMMG, 0HMMG, 9W52U, 9W52U. Besuch 3 Monate, genau, ist auch noch nicht abgelaufen. Siegel ist in Ordnung. 1,83, wunderbar, 80 Kilogramm. Schnurrbart ist in Ordnung. 16.12. ist auch noch gut, wunderbar. Dann schauen wir noch Obristan. Ich habe alles überprüft. Die ausstellende Stadt wurde gefälscht. Ich dachte, endlich kann ich jemanden so richtig vernünftig durchlassen. Aber einfach weit gefehlt. Passiert nicht mehr. Ende. So, Papiere bitte. Auch aus Obristan. Meine Anwesenheit wurde verlangt. Okay. Diplomatische Akkreditierung hat sie auf jeden Fall. Das Siegel passt. Ali, Madrid. Madrid, Ali. TV27B, TV27B, SNXF8, SNXF8, Astotzka ist erlaubt, wunderbar, Mergeres, Bild, stimmt irgendwie nicht ganz. Ja, kann sein, dass er einfach eine Brille dazu bekommen hat und die Haare ein bisschen kürzer hat, aber ich überprüfe einfach mal. Ja, wunderbar. So, ab ins Gefängnis. Na komm schon. Nächster. Wird auch wahrscheinlich die letzte Person heute sein. Mal schauen, ob wir die Person auch noch ins Kittchen bekommen. So, ich habe gar nicht aufgepasst. Besuch, 12 Wochen. Wunderbar. Wird nicht gesucht. Haben wir lange keinen mehr gefunden. Besuch, 12 Wochen. Ja. Jakim Lertos. Lertos, Jakim. WL2B0, WL2B0. F436C, F436C. Wunderbar. Ist auch noch nicht abgelaufen. 1,77, kommt so etwa hin, 97 Kilogramm. Kinnlange Haare. Ich überprüfe es einfach mal. Wir haben Zeit.
Ja, 13.12. ist ein bisschen knapp, aber es passt noch so. Kollechen, Westkrestin, wunderbar. Bild passt auf jeden Fall. Datum ist auch noch nicht abgelaufen. Dann darf er durch. Und machen Sie mir ja keinen Ärger. Huh, okay. Wunderbar. Ihr Sohn hat ein Bild für Ihre Kabine gemalt. Hm. Da haben wir ihm vor einiger Zeit, schon ein bisschen her, ein paar Buntstifte geschenkt. Dann können wir Heizung, Nahrung sparen. Und dann sind wir bereits bei 355. Heute war ein sehr guter Tag. Auch wenn es natürlich beinhaltet, dass wir sehr viele Empora abgewiesen haben, einfach so. Aber 15 Leute. Am allerersten Tag hatten wir zwar 17, schon klar, ist eine Menge, aber angesichts daran, dass wir halt so viele Dokumente jetzt überprüfen müssen, ist das nicht schlecht. Dann gehen wir mal schlafen. Die Wahrheit von Astotzka, Impor beendet Sanktionen, so schnell, was ist denn passiert? Ja, das wundert mich natürlich auch. Zwinker, zwinker. Oh. Guten Tag. Astotzka hält. Papa, aufhängen. Können wir auch aufhängen? Wunderbar. Ich werde erstmal wissen, was der da zu sagen hat. So, Inspektor, Impor hat seine verfehlte Politik korrigiert. Impor ist ab sofort die Einreise wieder gestartet. Heute wird Ihnen die Abteilungsleitung für das Distrikt Ostkrestin erneut einen Besuch abstatten. Sleba Astotzka. Okay, wunderbar. Es ist viel zu früh, um den ganzen Weg herauszukommen. Mir wird ganz schlecht von dem Gestank hier. Was ist denn das für ein Scheiß, der da hängt? An den Wänden haben sie nur offizielle Urkunden zu hängen. Zur Strafe wird ihnen der Lohn einbehalten. Es wird nicht wieder vorkommen. Oh. Immerhin ist ihre Leistung nicht vollkommen indiskutabel. Sie haben 5 Verweise bekommen. Aber reißen sie sich mal besser am Riemen und zwar sofort. Eine alte Freundin kommt bald hier durch. Die winken sie durch. Ihr Name ist Shel Pirsovka. Und dass ich von ihr ja keine Klagen zu hören bekomme. Sleba Stotzka. Es war wohl doch ein Fehler. Oh nein. Nein. Ihr Lohn wird einbehalten? Bekomme ich heute keinen Lohn mehr? Oh. Wozu arbeiten wir dann? Warum gehen wir nicht einfach wieder zurück in unser Dorf? Das war eine dumme Idee. Ich habe auch noch vergessen, es wieder abzumachen. Tja, dann lassen wir es. So. Astoka. Genau. Held, Papa. Wunderbar. Ministerium für Grenzschutz, Anerkennung für Dienst nach Vorschrift. Minister für Grenzschutz, hoppla. Anerkennung für Dienst nach Vorschrift. Dieselbe Schrift, anderes Siegel. Naja, ich glaube, das machen wir mal weiter nach oben. Die goldene Plakette quasi. Und weiter unten hin kommt die da, so. Das hätte echt nicht passieren sollen. Hoppla. Ich sagte ja noch, dass wir hier einen ordentlichen Posten haben wollen und dann hänge ich es halt trotzdem an. Und dann vergesse ich auch noch, wie es wieder abzuhängen. Ah, ja, egal. Nicht schlimm. Dann haben wir halt einen Tag keinen Verdienst. Ist auch nicht so wichtig, oder? Genau. Na dann, nächster. So, ja, wir können wieder Empora reinlassen. Zweck ihrer Reise wird nicht gesucht. Besuch. Ein paar Monate. Besuch 3 Monate, um genau zu sein. Sven Schroeder. Schroeder Sven. VR7W1. VR7W1. FGHHC. FGHHC. Einreise bis, also das Datum ist gültig. Siegel ist auch in Ordnung. 1,78. Ja, so ungefähr 85 Kilogramm. Kurze, glatte Haare. Würde ich schon in Ordnung. Würde ich schon sagen, ist in Ordnung. Datum ist ziemlich knapp, aber es passt. Jokostadt ist in Ordnung. Bild passt. Datum auch. Dann darf er durch. Und machen Sie mir ja keinen Ärger. Nächster. Papier bitte. Oh, ein Essig-Agent. Der Meuchelmörder stammt aus Antigrien. Er hat es auf einen Essig-Agenten in Astotzka abgesehen. Jemand muss ihn aufhalten. Sein Name lautet Khaled Istom. Nicht vergessen. Ja. Und das soll... Was sein? Pulver nicht berühren? Okay, dann machen wir es wieder zu. Das ist gefährlich. So, wird nicht gesucht. Transit und einige Tage. Transit, einige Tage. Wunderbar. Benjamin Greenscarof? Greenscarof? Benjamin? Entschuldigung, ich habe das wahrscheinlich komplett zerhackt. VHR 25, VHR 25, DLQQ 8,
DLQQ3, DLQQ3. Datum ist in Ordnung, Siegel passt. 1,72. Ja, von den Haaren her schon, aber der Kopf ist halt ein bisschen kürzer noch. 84 Kilogramm, kurze Locken, ja, das sehe ich. 24.12. ebenfalls. Republieren, Bostan und Datum passt, Bild passt. Wunderbar. Na dann, darf er durch und machen Sie mir ja keinen Ärger. Papiere bitte. Zweck Ihrer Reise, Einwanderung, okay. Wird nicht gesucht, okay. Oliver Christens, Christens Oliver, SXN, TA, XXN, TA, PC7H9, PC7H9, Einwanderung unbegrenzt, die Einreise, das Einreisedatum ist gültig, Siegel auch. 1,78 von der Höhe ist in Ordnung, 85 Kilogramm, kurze Locken. Das sind kurze Locken? Ja, das Datum ist hier auch wieder sehr knapp. Republien, Les Renardi. Datum ist in Ordnung. Bild sieht auch in Ordnung aus. Dann darf er durch. Machen Sie mir ja keinen Ärger. Dass das kurze Locken sind, hätte ich nicht gedacht. Aber gut. Papier bitte. Oh. Zweck der Reise. Ich bin an einer großen Story dran. Dauer des Aufenthalts. Dazu kann ich nichts sagen. Vielleicht ein paar Tage, vielleicht ein paar Wochen. Einreisegenehmigung? Sie haben nicht alle erforderlichen Papiere. Ich bin Reporter und habe ein Recht darauf, hier einzureisen. Nur stempeln Sie mir sehr ein Visum in den Pass. Nein, so nicht. Pass bringt Ihnen hier rein gar nichts. Faschist. Faschist. Er hat mich gerade Faschist genannt, nur weil er die fehlenden Dokumente nicht vorweisen kann. Genau. So, sie wird nicht gesucht. Arbeit und ein ganzes Jahr. Okay. Akaki Akakiewicz, das ist ein interessanter Name, muss man sagen. 5F8EQ, FSPD0, FSPD0. So, Arbeit ein Jahr, das hat sie gesagt. Die Einreise, Dingsda-Bumsda, das Datum passt. Siegel ist auch in Ordnung. Wunderbar, das Siegel, das habe ich noch im Kopf, das passt noch, das Datum auch. 1,73 von der Größe her, ja, so ungefähr 69 Kilogramm. Ja, Übergewicht, okay. Also, wenn sie jetzt nichts dabei hat, dann scheint das Ganze in Ordnung zu sein. So, hat sie was dabei? Sie hat eine Waffe dabei, das kann man sehr deutlich erkennen. Ich weiß von nichts. Ja, von was weiß sie denn was? Es war fast alles richtig, ja? Aber dann hat sie irgendwie so eine 3 Kilogramm Pistole dabei. Traurig. So, wird nicht gesucht. Zweck ihrer Reise, Transit. Dauer, einige Tage. Transit, einige Tage, wunderbar. Claudia Kaczynska, Kaczynska Claudia. JWVJK, JWVJK, GEETX, GEETX. Ja, Transit 2 Tage. Das Datum ist in Ordnung, Siegel passt. 1,60, ja, das ist in Ordnung. 56 Kilogramm, lockige, kinnlange Haare. Das sieht man. 18.12, das ist auch noch in Ordnung. Impor, Tsunkaido. Tsunkaido ist in Ordnung. Das Datum ist auch noch gut, Bild passt. Dann darf sie durch. Machen Sie mir ja keinen Ärger. Papiere bitte. Zweck ihrer Reise, Besuch. Dauer des Aufenthalts, einen Monat. Oh, Khaled ist Tom, den soll ich doch umbringen. Mach ich nicht, fertig. Khaled ist Tom. Ist Tom Khaled? Was hat er gesagt? Besuch einen Monat, wunderbar. PR7BU, V8J77, V8J77, wunderbar. Das Datum ist in Ordnung, Siegel ist in Ordnung. 1,80, 88 Kilogramm, Schnurrbart. Das Datum ist auch noch gültig. Dann integrieren. Glorian passt. Datum ist in Ordnung, Bild passt. Ist natürlich hier der Essig-Meuchelmörder, aber seine Daten sind gültig, also können wir sowieso nichts dagegen tun. Und an sich, Essig ist ja eine Organisation, die Regierung stürzen möchte, daher lassen wir ihn einfach mal durch. Ja? Burnton-Distrikt, das sieht gut aus. Young, Olivia Young. 11.12.44, 11.12.44, sie hatte gestern Geburtstag, alles Gute. 1,70,
1,70, ja, 46 Kilogramm. Oh, oh, wäsch. Ich nehme meine Glückwünsche zurück. Warum tun Sie das? Es war doch fast alles richtig. Da fehlte ein T im Namen. Orwesch statt Orwetsch. Traurig, traurig. So, wird nicht gesucht. Arbeit, kann ich mir vorstellen. Und ein halbes Jahr, 6 Monate, wunderbar. Alexandr Dimchiko Alexandr. Alexandr Dimchiko, wunderbar. S3JQH, S3JQH, T4JL5, T4JL5. Datum, Siegel, passt. 1,79, ja, 81 Kilogramm, wunderbar. Kurze Haare, ja, das Datum ist auch in Ordnung. So, das Siegel ist an sich richtig. Zahnmedizin, 6 Monate. 6 Monate, das heißt, 1.1. beginnt es quasi, bis 1.7. geht es dann. Wunderbar. Und dann oberes Tarn, Launders, es passt, Datum in Ordnung. Bild sieht auch gut aus. Dann darf er durch. Und machen Sie mir ja keinen Ärger. Wunderbar, ein Tag ohne jegliche Fehler. Ihr Sohn ist krank und braucht Medikamente. Ein Bußgeld wegen inoffiziellem Wandbehang wurde gegen Sie verhängt. Hoppla. Eine Wohnung der Klasse 7 ist frei. Arrestbonus 15. Oh, der ist neu hinzugekommen. Strafe für Wandbehang 20. Oha. Ja, das ist halt nicht mein ganzes Gehalt. Das ist fast die Hälfte, nicht ganz die Hälfte. Arrestbonus 15, wunderbar, weil wir viele Leute eingebuchtet haben. Und dann kommen wir mit 345 Credits aus der Sache raus. Am Anfang hatten wir 305, jetzt haben wir 345. Das heißt, wir haben hier 40 plus gemacht. Wunderbar. Gut, dann wär's das auch mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.